Hallo, liebe Freunde der Mathematik. Es geht heute um Sinusfunktionen. Und zwar um die Sinusfunktion, um die allgemeine Sinusfunktion f von x gleich a mal Sinus x von bx plus c und dann noch plus d. Solche Sinusfunktionen spielen in der Physik eine große Rolle. Man kann mit Hilfe eines Oszilloskopes diese Signale von sinusartigen Schwingungen durchaus darstellen. Ich habe hier mal ein Oszilloskop, vielleicht schaut die Kamera mal hierher. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt unterschiedliche Sinusschwingungen. Ich glaube, es ist zu erkennen. Ne? So, okay, reicht, danke. Der Graph einer solchen sinusoidalen Funktion kann letztlich durch Verschiebungen und durch Streckungen aus dem Graphen der Standard-Sinus-Funktion, die ja lautet f von x gleich Sinus x, dargestellt werden. Kommen wir zu unserer Aufgabe, diese Sinusfunktion hier. Das a ist die Amplitude, also der höchste Ausschlag der Funktion. Das b ist die Periodenlänge und diese Periodenlänge, die berechnet sich noch durch 2π durch den Wert b selbst für die Funktion. C in dieser Gleichung steht für die Verschiebung in x-Richtung, also in Abszissenrichtung. Und d stellt die Verschiebung dar um d in Ordinatenrichtung. Wir haben hier ein einfaches Bild dargestellt. Da haben wir mal die Verschiebungen mit d, c und mit a, also Amplitude, Verschiebung in x-Richtung, Verschiebung in y-Richtung. Und jetzt wollen wir das Ganze anhand eines Beispiels betrachten. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel der Funktion 3 mal Sinus von 2x minus 2 plus 2 lautet diese Funktion. Wir bringen diesen Funktionsterm erst auf eine andere Form, und zwar auf diese Form, die wir hier haben. Deshalb kann ich schreiben f von x gleich 3 mal Sinus. Und für diesen Term schreiben wir jetzt 2 mal x minus 1. Wenn ich das ausmultipliziere, bin ich wieder bei dem, plus 2. Ja, ich glaube, es ist eindeutig. Nochmal, der Wert 3 steht für die Amplitude. Die Periodenlänge errechnet sich jetzt durch 2π durch b, b ist 2, also ergibt sich die Periode durch π. C ist die Verschiebung um 1 in x-Richtung und d ist die Verschiebung um 2 um y-Richtung. Die Kamera zeigt jetzt mal genau hier auf dieses Bild. Wir haben diese Funktion hier dargestellt. Also Verschiebung um 1 in x-Richtung, Verschiebung um 2 in die y-Richtung. Dann beginnt die Kurve an der Stelle. Jetzt ist die Amplitude 3, also sind das hier 3 Einheiten. Dann Periode wäre Pi, dann haben wir etwa diesen Verlauf. Das wäre also der Graph meiner Funktion, die wir hier haben. Okay, ich würde sagen, bisher her.